So, es geht los. Herzlich willkommen zum neuen Video. Das ist das erste Video von meiner Tour Richtung Süden im Herbst 2020. Also nochmal herzlich willkommen. Habt ihr schon meinen Kanal abonniert? Da könnt ihr viele von unseren Touren entdecken. Wenn nicht, dann könnt ihr das jetzt noch schnell machen. Einfach unten auf Abonnieren klicken und die Glocke nicht vergessen. Ja, und jetzt geht es los. Oktober 2020. Ab in den Süden. Und Cassie ist auch mit dabei. Los geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. So, die erste Etappe ist erreicht. Ich bin hier in der Nähe von Sonthofen. Der Ort heißt Bleichach. Und wir haben schon die erste Nacht hier geschlafen. Es war wärmer als erwartet, 4 Grad. Und ja, ich will euch mal zeigen, wo Venna steht. Da unten, da seht ihr sie stehen. Wir sind hier direkt an einer Alpe. Das heißt hier Alpe, nicht Alm. Und ja, schaut mal, wie schön es hier aussieht. Ringsrum sind Berge, die sieht man jetzt leider nicht im Nebel. Aber ja, so, die erste Hunderunde haben wir jetzt hinter uns gebracht. Jetzt koche ich mir einen leckeren Kaffee. Dadurch wird das Auto natürlich auch ein bisschen warm. Und Cassie bekommt auch Frühstück. Und dann geht es weiter Richtung Süden. Ich habe keinen Plan, wohin. Hier soll das Wetter heute so bleiben. 4 Grad und Regen. Ich fahre jetzt Richtung Oberstdorf. Und ich, wer weiß, vielleicht lande ich ja in Italien. Lasst euch überraschen. Ich wollte jetzt eigentlich von meinem Standort in Bleichach in eine Klamm fahren. Und auf dem Weg dorthin habe ich schon festgestellt, dass das Wetter so ist, dass die Wolken echt tief hängen und man sieht nicht die wunderschönen Berge. Hier ist gleich das Nebelhorn und einmal konnte ich es durch den Wolken durchblitzen sehen, wie der Schnee da oben drauf glitzert. Aber alles andere ist grau und man sieht wirklich nicht hier ringsrum, sieht man nur graue Wolken, nicht die schönen Berge. Und darum habe ich jetzt mal nach dem Wetterbericht geschaut und festgestellt, das bleibt jetzt noch 2 Tage so. Und Ende nächster Woche wird es hier wieder schöner mit Sonne und so weiter. Mein Plan ist jetzt also, dass ich jetzt doch nach Südtirol fahre oder vielleicht auch noch tiefer nach Italien rein. Dort ist es etwas wärmer und das Wetter auch schöner. Und ja, jetzt stehe ich hier im Stau kurz vor Sonthofen und habe mir ins Navi aber eingegeben ohne Autobahn, so dass ich vielleicht noch ein kleines bisschen von der schönen Landschaft hier mitbekomme, wenn die Wolken aufreißen oder nicht. Jedenfalls fahre ich jetzt ungefähr 3 Stunden bis zur italienischen Grenze. Ja, das ist mein Plan. Thank you.
Schaut mal hier hinter mir. Der erste Schnee. Jetzt ist hier wirklich schönes Wetter. Hier ist es noch bedeckt. Aber schaut mal hier hinter mir. Es ist so schön. Und die Sonne scheint. Herrlich. Dieses schöne Plätzchen haben wir gerade gefunden. Ist es nicht genial zum Mittagessen? Ich finde es fantastisch. Es ist schon echt kalt hier und laut. Und hier unten am Boden, da liegt schon Schnee, also Matschepampe. Die Schneegrenze liegt bei 1500 Metern momentan. Ich bin jetzt am Stellplatz für meine zweite Nacht angekommen und so sieht es hier aus. Hier hinter mir ist sogar Alpenglühen. Ich glaube, auf dem Video sieht man es nicht so gut. Ich bin hier in Italien auf jeden Fall. Der Ort heißt Mals und es ist noch richtig, richtig kalt hier. Also ich glaube, ich bleibe nur die eine Nacht, weil ich jetzt keine Lust mehr habe, Auto zu fahren. Und morgen geht es dann weiter Richtung Süden. Bei Bozen sind schon mal zweistellige Grade, also das kann ich jetzt schon ertragen. Ich wollte euch ja in meinen Videos immer noch ein paar Tipps und Tricks von mir aus meinem Vanlife erzählen. Ja, also schlafen tue ich immer mit Skiunterwäsche im Winter. Ich habe immer einen Schlafsack dabei, wenn es jetzt Temperaturen sind wie hier so um die 0 Grad. Und meine beiden, eine Kuscheldecke und eine Zudecke. Und dann ziehe ich mir noch, weil die Füße frieren immer als erstes bei mir, immer noch ein paar ganz dicke Kuschelsocken an. Und im Notfall habe ich auch noch eine Wärmflasche dabei. Was auch immer noch hilft, wenn man morgens schon das Kaffeewasser aufsetzt, bevor man sich anzieht. Dann ist immer noch ein bisschen warm vom Herd. Strom habe ich ja an sich keinen bei. Ich habe die Powerstation. Da habe ich auch ein eigenes Video. Hier oben verlinke ich euch das mal. Könnt ihr nochmal nachschauen. Und in meinem Berlingo ist ja eine richtige Steckdose. Und immer wenn ich nachladen muss, stecke ich den bei der Fahrt in die Steckdose. Und dann lädt er nach. Und so kann ich eigentlich, wenn ich immer mal wieder fahre, ziemlich lange ohne neuen Strom fahren. Meinen Fahrersitz, den halte ich immer frei, so dass ich im Notfall, wenn irgendwas ist, auch nachts hinklettern kann und losfahren kann. Den Schlüssel habe ich immer neben meinem Bett. Und ich parke immer so, dass ich gleich vorwärts losfahren kann, dass ich nicht erst ausrangieren muss. Was ich jetzt für mich noch entdeckt habe, ist, dass meine Chemietoilette, die ist irgendwie ungünstig. Die ist ja recht klein, weil mein Auto ist ja auch recht klein. Und ich habe jetzt überlegt, ich werde demnächst, vielleicht über den Winter, mir eine Trockentrenntoilette einbauen. So habe ich da auch immer die Möglichkeit, das unterwegs, ohne an irgendeinem Campingplatz anzuhalten, das zu entsorgen. Und bin da noch mehr autark dann. Da ich häufig mit meinem Handy auch Fotos mache und manchmal auch Videos, nehme ich mir abends immer Zeit. Oh, ich habe Besuch bekommen. Und spiele das gleich abends noch auf die Festplatte drauf. So habe ich am nächsten Tag immer genug Platz für meine ganzen Dateien. Ich komme mal nicht in die Verlegenheit, dass meine
Festplatte vom Handy voll ist. So, jetzt zeige ich euch mal, wie der Bettumbau funktioniert. Zuerst muss natürlich die Matratze weg. Dann hänge ich die drei Regalteile ein. So, umklappen. Und Matratzen wieder hin. Bei dem hier vorne, da habe ich hier so ein Loch ins Brett gemacht, dass der richtig fest einzuklicken geht. Und dann hält das auch wie Bombe. Es ist einfach einer der schönsten Plätze, wo ich jemals gestanden habe. Ich glaube zwar, das sage ich immer, wenn es mir gefällt, aber schaut doch mal, wie schön es hier aussieht. Und man hat gleich Wasser, das ist so super. Hier hinten fließt auch gleich noch ein Bach. Im Wald, den zeige ich euch auch gleich noch. Also, ich finde es einfach genial hier. Und da hinten steht Venner. Gerade hier mit einem Anwohner unterhalten, also der hier wohnt in irgendeinem Ort hier. Da hinten läuft er noch, weiß nicht, ob man es sieht. Der hat gesagt, hier werden im Frühjahr die Fische eingesetzt und dann kommen die Angler und angeln sie wieder raus. Also weiß nicht, was das für einen Sinn macht, aber ich habe gefragt, ob die sich dann vermehren. Nee, nicht wirklich, die werden dann einfach wieder rausgefischt. Oh ja. Wer nicht andere Hobbys hat. Ne? Und hier direkt an der anderen Seite, da fließt ein Bach. So schön. Ich habe es mir jetzt hier richtig gemütlich gemacht. Und jetzt schneide ich noch ein neues Video, denn ich bin immer noch bei der Videoschneiderei vom Balkan.